verdammt. Vielleicht andersrum. Nö. Das schon mal nicht. Okay, schade. Dann müssen wir Marius jetzt erstmal so zum Raumschiff zurückbringen gleich, per Fuß. Der Pilot geht erstmal schon mal zum Raumschiff zurück. So. Schlüssel drin vergessen, beide ausgesperrt. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Wir müssen jetzt nur Marius da irgendwie hochgeeiert bekommen. Damit wir mit ihm auch wieder einsteigen können. Das wird tatsächlich eine spannende Nummer. Weil Leitern habe ich jetzt nicht ganz so viele, um es mal nett zu sagen. So. Eine Leiter habe ich noch nicht. Dementsprechend wäre Eva Fuel schon irgendwie wichtig gewesen. Oh, was ist denn mit dir schon wieder los? Ehrlich. Der macht mich fertig. Jetzt klebt er da drin, ne? Komm schon. Oh Gott, Krakenalarm. So. Zack. Einmal kurz aufgeschlagen. Gut, steh wieder auf. Komm, das war gar nicht so schlimm. Zack, zack. Der stellt sich hier aber auch an. So. Gut. Also jetzt mal ganz vorsichtig den Piloten an seiner Klappe absetzen. Zack. Und boarden. Mit mir ist gar nichts los. Heute ist ein bisschen komisch irgendwie. Wir müssen jetzt mal kurz mit Marius hier die paar Meter rüberlaufen. Währenddessen trinke ich mir mal Mut an und überlege mir mal, wie wir ihn da reinbekommen. Also die erste Variante ist natürlich klettern. Das Problem, was ich dabei ein bisschen sehe beim Klettern, ist, ich muss irgendwas zu fassen bekommen, was über dem Lab ist, weil ich da so eine Verjüngung in der Rakete drin habe. Und diese Verjüngung in der Rakete bedeutet natürlich, dass ich da nicht hochklettern kann. Aber ich könnte es mit Springen versuchen. Also die Überlegung wäre halt seitlich hochzuspringen, um irgendwie an so einem Seitentank hochzuklettern und dann auf den Salamanderpod rüber zu springen. Das wäre die eine Variante. Wenn das Klettern technisch gar nicht klappt, was ich auch noch machen kann, ich kann natürlich mit der Moonlander-Rakete versuchen, mich abzukoppeln einfach. Und nein, ich kann mit Shift aufgrund der Schwerkraftverhältnisse hier nicht rennen. Das geht leider nicht schneller. Aber es ist ja nicht so weit. Dass ich mich abkoppel und den Salamander flach aufsetze, also nur mit dem Triebwerk drunter, immer noch die Seitentriebwerke nutzend, da ist ja noch ein bisschen Delta V drin, und dann müsste ich eigentlich hochklettern können oder hochspringen und dann klettern können. Also wir kriegen den schon irgendwie da rein, den armen Kerl. Ich bin zuversichtlich. Oder halt den Salamanderpod einfach direkt neben dem Landebein absetzen, sodass wir, ja, eine Leiter, ich muss mir halt eine Leiter noch freischalten. Leitern sind super, wenn man sie hat. Ich glaube, ich habe noch keine Leitern freigeschaltet. Kriegen wir aber alles noch hin. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir den Marius hier nicht verhungern lassen müssen, und wir haben immerhin noch 46 Minuten Zeit mit seinen Eva-Life-Supports, um das zu klären, und wir haben nur noch 180 Meter zu laufen. Beim nächsten Mal sollten wir auf jeden Fall unbedingt einen Rover mit einrechnen, falls ich schon Bauteile für einen Rover dann habe. Damit wir solche Entfernungen etwas besser überbrücken können. So, genau. Bauteile. Es sind einfach die Bauteile. Am Anfang ist das halt immer low-tech. Und es ist halt dieser vermaledeite Salamanderpod natürlich auch, warum diese Rakete so breit ist. An so einer schmalen Rakete hätte ich einfach hochklettern können. Aber naja, irgendwas ist immer. Habe ich eigentlich noch irgendwelche Samples mit dabei? Nö. Die hat der andere schon mitgenommen. So. Dupp-di-dupp-di-dupp. Die letzten paar Meter hier noch laufen. Also, wir kommen der Sache näher. Und jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie hoch wir springen können an den Seitengondeln. Alternativ können wir vielleicht auch noch den anderen Körbel einfach als Räuberleiter benutzen. Mal schauen, was da so für Optionen vorhanden sind. Irgendwas geht immer. Irgendwas geht auf jeden Fall immer. So.
Ja, Jin, danke für den Hinweis. Das ist natürlich schon mal ganz angenehm. Normalerweise ist es halt nicht so ein Problem. Ne? Es ist halt nur beim Salamanderpott ein Problem. Ich überlege gerade, wer mir den Salamanderpott aufgequatscht hat. Ich glaube, das wart ihr. Und Skycrane habe ich, glaube ich, schon freigeschaltet, ja. Ja, Räuberleiter werden wir sehen. Mal gucken, was passiert. Ein altes, beliebtes NASA-Mittel, die Räuberleiter. So, noch 44 Minuten. Sieht alles gut aus. Sieht alles gut aus, dass man das schaffen kann. Jetzt müssen wir nur einen Weg zurück in unser Raumschiffchen finden, der nicht ein Jetpack beinhaltet. So. Also der erste Versuch wäre mal gleich zu gucken, wie hoch wir springen können. Das sieht schon mal ziemlich hoch aus mit den Triebwerken, muss ich sagen. Aber ich kann, glaube ich, auch ziemlich hoch springen. Das ist gar nicht so. Oh, das könnte vielleicht reichen. Halben Schritt noch nach vorne. Na, da ist auch noch so viel Abstand. Okay. Von oben gucken. So. Zack. Nee, du sollst schon da lang laufen. Minjung. So. So. Hopp. Und los, los, los. Ah, fast geschafft. Okay. Also, aber man kann da klettern. Hui. Ja, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Jetzt bin ich auch ein bisschen zu weit weg wieder. Hui. Los, los, los. Ah. Ja, mal gucken, ob es hier drüben besser geht. Der ist ein bisschen näher am Boden dran. So. Gucken, wie weit das noch ist. Was? Bisschen noch. Kleiner Schritt. Hopp. Und komm. Jawohl. Okay, jetzt müssen wir. Jetzt drifte ich nur leider in die andere Richtung weg. Das war schon gar nicht schlecht. Au, au. Aua. Aber vielleicht kann ich ja auch einfach hier hochklettern. Warte mal. Was wäre es denn, wenn ich es auf die Plattform schaffe? Hui. Ah, nicht ganz. Aber hier gab es gerade einen kleinen Button. Na? Ne, jetzt driftet er. Jetzt ist die Ragdoll gerade ein bisschen im Popo. So. Muss ein bisschen näher ran. Schwupp. Komm schon. Ah, ich falle immer auf dieses Landebein drauf. Und auf dem Landebein habe ich keine Ragdoll-Animation. So. Auf die Schüssel schaffe ich es nicht. Das ist zu hoch. Wupp, ich versuche auf diese. Oh, jetzt bin ich gegen das Triebwerk gesprungen. Was eigentlich gut ist. Ich glaube, ich brauche den anderen als Starthilfe eventuell. Oder ich hole das Ding einfach ein bisschen runter, indem ich die Landebeine einklappe. Wir können das ja einfach ein bisschen absenken. Kippt das dann um? Das wäre natürlich ein bisschen risikobehaftet, ne? Ich glaube, ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme den Marius mal kurz ein paar Schritte zur Seite. So. Und dann koppeln wir das ab und stellen das flach ab. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. So, das Triebwerk in der Mitte ist auch nicht viel tiefer als die anderen Triebwerke. Das heißt, es müsste funktionieren. Wir haben noch 74 Meter pro Sekunde. Und wir müssten in Richtung, weiß ich nicht, Süden oder sowas kippen. Warte mal, wir zeigen jetzt in Richtung Marius. Da steht er also denkbar ungünstig. Das heißt, er kann mal hier rüberlaufen. Wir geben einen kurzen Schub und halten das Ding dann gleich an und landen es wieder, sodass es einfach neben dem Ding aufsetzt. Dann können wir damit nach Hause fliegen. So der Plan. So. Ich nehme an, dass es da bestimmt irgendwelche Einwände gibt, aber die kann ich jetzt nicht gelten lassen. So, das heißt, wir machen jetzt ganz kleines bisschen Schub.
Und fertig. So, SRS aus. Hä? Warum auch immer das noch so perfekt steht. Ich glaube, es senkt sich langsam, ne? Senkt es sich langsam? Ich glaube, es senkt sich langsam. Jopp, ich sammle das noch ein, keine Sorge. Ich wollte nur erstmal gucken. So sieht das nämlich schon nach einer schaffbaren Aufgabe aus. So. Also, wir wollen jetzt noch haben einmal den Mystery Goo. Und wir können das mal restoren. Wer weiß, wann man hier nochmal vorbeikommt. Ach schade, komme ich da jetzt nicht ran? Doch, mit dem beherzten Sprung sollte das möglich sein. Gestrandet durch Dummheit finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Das ist gestrandet durch Entdeckerlust. Gestrandet durch, weiß ich nicht, Abenteuerwillen oder sowas. Aber doch nicht durch Dummheit. Sowas darf man nicht sagen. Das macht die Kerbals doch auch traurig. Genau, wissenschaftliche Neugier, das ist es. Wir wollen nämlich wissen, was dieser Bogen da oben ist. Und wir haben auf jeden Fall von Marius schon mal Bilder ein bisschen mehr aus der Nähe bekommen. Also es scheint tatsächlich ein richtiger Steinbogen zu sein. Dementsprechend werden wir da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Forschungsenergie reinstecken. Und jetzt probiere ich mal den großen Rettungssprung. Mal gucken, ob das reicht. Hopp, komm. Ja, komm. Oh, Gott sei Dank. Puh, jetzt könnte ich zwar sagen, ich mache jetzt hier noch einen Ausflug hin, aber wir haben jetzt ein großes Problem. Mein Life-Support ist jetzt nämlich alle, der war aber auch so geplant, dass der für einen Rückflug nicht zur Verfügung steht. Das Magnetometer hatte ich abgesendet, das ist alles gut. Okay. Sehr schön. So, wir sind wieder im Raumschiff. Das heißt, wir werden jetzt, solange noch alles gut ist, den Missionsabbruch ganz normal vollziehen. Nämlich im Sinne von, wir starten jetzt und begeben uns zurück in Richtung Kerbin. Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, ich muss noch... So, jetzt haben wir ja wieder frisches Eva-Fuel auf, aber ich will noch die Dinger hier mit reinholen. Damit wir sicher sind, dass wir hier keine... Dummheiten haben draußen, die noch dranhängen. Okay, wir starten jetzt in Richtung 90 Grad, um uns schnellstmöglich, die Kerbals fangen jetzt nämlich an zu verhungern, nach Hause zu kommen. Das heißt, wir machen Vollschub mit den Triebwerken, die wir noch haben, und das ist aber auch gleich vorbei. Und sprengen sie dann auch weg und fliegen mit unserer kleinen Evakuierungskapsel weiter. So, Richtung 90 Grad. Schöner steiler Winkel. Raus aus dem Krater und jetzt flach. Und Vollgas weg. Jetzt haben wir nämlich noch 1600 Delta Vim, um nach Hause zu kommen, damit wir... Das sollte super gut klappen. Da sollten wir noch schön mit abbremsen können und alles. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge Wissenschaftsdaten mit dabei, die sehr interessant für unsere Forschung sein werden. Und ich glaube, unsere nächste Rakete wird sehr viel besser ausgestattet hierher fliegen können. Und ich denke, unser Ziel steht fest, wenn ihr euch damit mehr einig seid. Ich möchte gerne da diesen Bogen erforschen und vielleicht ist es eine gute Idee zu gucken, dass wir was in dem kleinen Krater dahinter landen oder sowas und dort eine kleine Forschungsbasis oder sowas aufmachen in greifbarer Nähe, um dieses Konstrukt näher untersuchen zu können und welche technologischen Erkenntnisse wir daraus ziehen können, dass es scheinbar künstliche Strukturen auf dem Mond gibt, die von jemandem dorthin gebaut worden sind. Spannend. Sehr spannend. Sehr spannend. So. Huch, da ist irgendwie gerade mein SRS ausgegangen. Ich glaube, ich habe aus Versehen drauf geklickt. Alles gut. So, 20 Kilometer Höhe für die Apoapsis erreicht. Übrigens, wer auch immer nochmal Engine Lightning empfohlen hat, tolles Mod, gefällt mir optisch sehr. War eine schöne Ergänzung, kannte ich auch noch nicht. Also auch ich lerne ja nicht aus, ne? Man kriegt ja immer was Neues dazu. Und ich hoffe, Neo, nachdem du so geschockt warst, was heute los ist und alles schief geht, konnte dich diese grandiose Rettungsaktion von Marius und der saubere Start dafür begeistern, dass hier doch noch alles funktioniert. Jetzt müssen wir nämlich nur noch die Kerbals sicher nach Hause bringen. So, und ich glaube, wir können mal ein bisschen Zeit raffern und hier auch nochmal gucken, ob sich irgendwas Neues ergeben hat. Sowas wie zum Beispiel Science Data from Space around Kerbin oder sowas wäre jetzt natürlich total ideal, weil wir damit... Also da kommen wir eh lang, aber im Moment sieht es nicht so gut aus mit Mondverträgen.
Wir haben aber noch ein bisschen was offen. Also wir haben noch dieses Decoupler-Ding, wir haben noch den da zu testen. Irgendwann müssen wir auch mal ein Rendezvous machen. Ich glaube, das wird sich früher oder später von alleine ergeben. Da müssen wir nochmal gucken, ob das sich von allein ergibt, bevor der Vertrag ausläuft, oder ob wir das einfach mal nebenbei erledigen mit einer extra kleinen Mission. Aber jetzt bereiten wir uns erstmal darauf vor, nach Hause zu kommen. Und ich habe den Live-Support jetzt auch ausgemacht, falls ihr euch gefragt habt, warum ich das vorhin getan habe, weil ich habe ja nichts mehr zu recyceln. Also es ist kein Essen da und ich habe auch kein Mulch oder wie auch immer. Also ich kann jetzt nichts mehr für die Kerbals tun, außer sie schnell genug nach Hause bringen, dass es nicht zum Problem wird. Und da bin ich aber eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Wir haben, wie gesagt, ja diesen Zeitpuffer von 15 Tagen. So war das Raumschiff auch konzipiert, dass die Oberstufe so ein bisschen Diätflieger ist. So, und ich glaube, das reicht uns hier als Orbit. Und dann fliegen wir hier drüben dann als nächstes unser Manöver raus, zurück nach Kerbin. Da brauchen wir dann nochmal 3 Stunden. Und dann hätten wir in einem Tag und 5 Stunden eine Periapsis. Die können wir natürlich dann noch runterziehen. Sieht also ganz gut aus. So. Genau, Kerbals retten erledigt natürlich auch die Rendezvous-Nummer. Das heißt, wir können natürlich auch einfach mal so einen Rettungsvertrag annehmen. Ich behalte ein bisschen Electric Charge im Auge. Theoretisch sollte alles gut sein damit. Deshalb mache ich gerade einen manuellen Time Warp. Damit wir da auf keinen Fall. Oh, Eva Report. Na komm. Den nehmen wir noch mit, ne? Weil, warum auch nicht? So. Gut, den sende ich jetzt aber erstmal noch nicht. Ich möchte erstmal, dass wir hinter dem Mond aus dem Dunkeln wieder mit unserem Manöver raus sind, bevor ich Strom für sowas wie Funkkontakt verschwende. Oh, noch einer. Meine Güte, was haben wir denn hier alles noch nicht gemacht? Schön hier bleiben. Eva Report. Safe. Und Bord. Sehr schön. Okay. Gut, das bringt uns sogar hier oben auch nochmal Wissenschaftspunkte. Und jetzt geht's gleich ab in die Dunkelheit. Aber der Stromverbrauch hält sich in Grenzen. Okay, dann heißt es jetzt eher so in die Richtung. Genau, da ist unser Manöver. Da ist auch schon Kerbin zu sehen. Das heißt, sieht alles gut aus. 934 Electric Charge auch noch zur Verfügung. Nee, die Kapsel selber hat keine Lichtanimation. Also ich kann hier auch nirgendwo Licht einschalten oder so. Ich kann, auch wenn ich hier drücke, passiert nichts. Die Kapsel hat einfach kein Licht. Das ist leider so gegeben. So, ihr müsstet aber mittlerweile im Dunkeln die Kapseln deutlich besser sehen können. Ich habe mir hier so ein kleines Light Adjust Mod eingestellt. Ich kann das auch mal ein bisschen hochziehen, dann ist es noch ein bisschen besser. Müssen wir nur nachher wieder runterstellen, sonst sieht das alles ein bisschen überzeichnet aus. So, und jetzt feuerfrei für unser Manöver. Und wir fahren uns wieder nach Hause. Also ich glaube, das war auch vorher schon hell genug. Also wenn ich das so im Stream sehe, eigentlich alles Chico. So. Und Hardcore-Kurbel wird morgen aller Voraussicht nach, wie immer, pünktlich um 15 Uhr zum Kaffeetrinken mit dabei sein. Also 15 Uhr. Kommt aber auch nochmal auf Twitter und im Discord und überall in den Ankündigungskanälen. Also quasi Twitter und Discord. Ich muss jetzt nicht so tun, als ob ich 1000 davon hätte. Aber Twitter und Discord habe ich und da sage ich euch natürlich auch noch morgen mal Bescheid. So, jetzt können wir schon mal, bevor irgendwas schief geht, die Eva-Reports schon mal rübergeben. Heben wir auf, heben wir auf, heben wir auf. Also ich funke jetzt schon mal alles raus, was funkbar ist. Zack. Noch ein Eva-Report. Oh Gott, ich habe hier total viele Eva-Reports. Mal ein bisschen kurz warten, bis sie durch sind. Die sind durch. Okay. Die Sachen heben wir auf, weil die nur Verlust bringen, wenn wir sie funken. Noch ein Eva-Report. Noch ein Eva-Report. Mystery Goo, Metal Study, Atmospheric Pressure, Temperature und ein letzter Eva-Report. Den können wir auch noch senden. Heiliges Kanonenrohr, Batman. Das sieht gut aus. Darauf erstmal ein Siegesbier. Und was ist hier oben schon wieder los? Ein neues Biom, weil wir da noch nicht waren. The Munz Canyons. Sehr schön. Also, To Boldly Go hat uns auf jeden Fall schon ein bisschen Kohle gebracht. Und ich würde jetzt sagen, wir hauen mal den Zeitraffer rein, damit wir heute noch ein bisschen was schaffen. Und katapultieren uns aus der Mondumlaufbahn wieder weg.
rüber in Richtung Kerbin, damit wir jetzt ein schönes, schnelles Bremsmanöver machen. Wir haben noch 966 Delta V, das heißt, wir können auch eine richtig schöne Bremsung nochmal hinlegen. Schwupp. Und die machen wir jetzt auch. Wir müssen jetzt nämlich nochmal unseren Periaps runterbremsen und dann auch nochmal den Rest, damit wir nicht ganz so schnell reinkommen und so heiß. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und ja, hallo, das Moody. Und jetzt trinke ich aber wirklich mal gleich mein Siegesbier. Ah, sehr schön. Da konnte mich jetzt nämlich zum Glück kein EFA-Report mehr von abhalten. So, ich glaube, so passt das ganz gut. Da machen wir dann schön nochmal eine Bremsung mit den restlichen Delta-Vs im Triebwerk. Und ich glaube mal, bis hier können wir jetzt einfach einen brutal schnellen Warp reinpacken. Sagen wir mal ganz, also ja, du könntest natürlich auch einen Burn am Mond so berechnen, dass du quasi mit der Periaps schon in der Atmosphäre bist und dann einen Eintritt fliegst. Ich flieg's jetzt gerade noch ein bisschen, wie soll ich das nennen, ängstlicher trifft's, glaube ich, ganz gut. Oder vorsichtiger, weil ich erstmal noch Erfahrungen sammeln muss. Und jetzt zum Beispiel auch mit dem Salamanderpot bin ich noch nie wieder eingetreten. Ich weiß noch nicht, wie der sich verhält. Ich hoffe, er verhält sich gut. Ich meine, das Ding ist relativ flach und eiförmig. Also eigentlich sollte es jetzt nicht so ein riesen Havoc sein. Aber ich mache gerade noch sehr, sehr vorsichtige Landemanöver, bevor wir uns da irgendwie die Knochen brechen. So, wir haben 1 Minute 20 im Tank. Das heißt, bei einer Minute fange ich mal an, den Burn zu starten. Dann gehen wir noch 20 Sekunden über die Periaps drüber, beziehungsweise wir verschieben sie damit natürlich auch ein bisschen, ein Stück weit. Und dann können wir mal gucken, wo es uns raushaut. Letzten Endes brenne ich den Treibstoff jetzt weg und bremse uns so stark wie möglich schon mal ab. Was auch zum Nebeneffekt hat, dass wir hier unsere Periaps absenken. Ich befürchte fast, dass wir nochmal eine Runde drehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Sollte das aber der Fall sein, hebe ich mir ein bisschen Treibstoff auf, damit wir unsere Periaps absenken können. Weil ich habe keinen Bock, dass wir verhungern, nur weil wir hier noch die nächsten 14 Tage im Kerbin-Orbit unterwegs sind. Und ein EFA-Report ist jetzt gerade ganz, ganz schlecht, Kinder. Unter Triebwerk und so. So. 1 Million Höhe haben wir noch. 800. Also ich heb mir so 30 Delta V oder sowas notfalls auf. Weil das alles gar nicht so fürchterlich aussieht. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Wir werden ja auch nochmal ein bisschen gebremst. So, wie gesagt, so 30 Delta V lasse ich im Tank drin. Okay. Also, jetzt bremst uns natürlich auch die Atmosphäre noch ein bisschen durch den Durchflug hier. Den Rest machen wir jetzt gleich drüben nochmal auf der Apoapsis. Aber vorher können wir einmal lächeln und winken, während wir hier durch die Atmosphäre gleiten. Und jetzt können wir wahrscheinlich sogar... Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, ob es mich abreißt. Aber wir sind eigentlich auf 63 Kilometer. Da sollte eigentlich die Atmosphäre noch nicht... Ich weiß es nicht, ob ich mich das traue. Ich traue mich nicht auszusteigen bei 62 Kilometer Höhe und der Geschwindigkeit. Ich weiß es nicht. Nicht mit dem Salamanderpot. Da rutschen die eh schon so doof rum. Ich mache das ganz kurz vor der 70, wenn wir wieder hochkommen oder so. So. Schwupp. Das können wir auch den hier mal kurz ausmachen. So, jetzt kommen wir langsam wieder hoch. Das hat uns hier auch nochmal, wie gesagt, ein Stück weit runtergebracht. So, und sobald wir aus der Atmosphäre raus sind, zoomen wir uns zeittechnisch zum Burn auf der Apoapsis und bremsen uns dann rein. So, jetzt hier nochmal. Okay, den traue ich mich jetzt.
Und wieder rein. So, weil das war jetzt hoch genug, da ist die Luft dünn genug. Und hier können wir einen richtigen Eva-Report nochmal machen. Zack, jetzt ist eh egal. Gut, und dann rüber zur Apoapsis. So. Gut, dann jetzt die letzten 30 Delta V, aber unter kontrollierter Befeuerung, nochmal zum Absenken unserer Periaps. Joa, das sieht aber gut aus, dass wir jetzt eine schöne Bremsung hinbekommen. 30 Kilometer, das wird reichen, um uns auf jeden Fall reinzubremsen. Ich denke mal, wir kommen so auf 25, gut geraten. So, und dann war's das eigentlich auch für den Antrieb hier. Wir gehen jetzt nochmal einmal um Körben rum, vermute ich. Mal gucken, wie weit wir kommen, bevor die Atmosphäre zuschlägt. Ob wir nochmal die Solarzellen zünden können, um den verlorenen Strom reinzuholen. Da schlagen wir auf die Atmosphäre. Oder berühren die Atmosphäre jetzt. Gut. Das heißt, das Ding hier können wir auch mal ganz kurz. Zack. Entsorgen. So, und dann kümmern wir uns mal um unsere Fallschirme. Bereiten die auf die Landung vor. So, die können wir scharf machen. Und den hier ziehen wir ein bisschen eher auf. Dass der schon mal vorbremst. Was ist denn jetzt los? Keine Grafikbugs bitte. Nicht so kurz vorm Ankommen. So. Gut, dann können wir den auch scharf machen. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nichts weiter übrig, als den Anflug zu bewundern. Und natürlich steht es euch frei, eventuelle Screenshots zu machen. Dafür müsst ihr halt kurz aufhören zu schreiben. Dann verschwindet auch die Chatbox. Und ich trinke natürlich währenddessen Bier. Einfach nur, weil ich gerade eh nichts tun kann. Oder nicht viel tun kann. So. Gut, ich gebe mal das Overlay wieder rein. Und wir gucken mal. Insgesamt funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Das andere Teil ist schon heftig am Verglühen. Da hinten ist nochmal der Mond im Hintergrund zu sehen. Aber wir sind gut unterwegs. Wir kommen jetzt auch definitiv runter. Das sieht gut aus. Ja, und ich denke mal, das wird wahrscheinlich, na, wird das noch Wasser? Weiß ich nicht, ob das noch Wasser wird. Da hinten explodieren Sachen. Sehr schön mit anzusehen. Immer schön die Schockwellen auch. Ist immer gut und schön mit anzusehen, solange es nicht der eigene Pott ist, der da in Flammen in die Atmosphäre eintritt. Bei uns sind witzigerweise gar keine Partikeleffekte heute zu sehen, ne? Normalerweise haben wir ja sowas auch. Wer weiß. Vielleicht ist das beim Salamander-Pott einfach nicht vorgesehen oder sowas. Der scheint ja einige Sachen nicht zu haben. So. Da überholt uns jetzt gerade scheinbar der Rest von unserem Raketchen, um ins Meer zu stürzen. Und wir werden auch knapp vor der Küste ins Meer fallen. Jap, jap. Aber das andere Teil ist doch deutlich schneller unterwegs. So ohne den riesen Hitzeschild. Ich hoffe, wir bombardieren da nicht irgendwo eine Stadt oder so. Und es scheint auch in Teilen überlebt zu haben. Ja, ich habe tatsächlich eine Menge Ablator. Ich glaube, da können wir nächstes Mal ein bisschen weniger mitnehmen. Vielleicht so 600 statt 1600. Hätte wahrscheinlich auch gereicht.
Aber hinterher ist man immer schlau. So, jetzt teste ich mal, wie der Salamander liegt. Aber der liegt tatsächlich ganz stabil in der Luft, muss ich sagen. Also dafür, dass er so breit ist. Ich hatte gedacht, der flippt da so durch die Atmosphäre wie so ein Teller. Aber sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Und da verschwindet unser Kram. So, das können wir nochmal auslösen hier. Es ist alles Wissenschaftspunkte, ne? Da sollte man nicht knauserig sein. So, und jetzt gucken wir mal, was die Fallschirme so zu ihrem Deploy sagen. So. Also, wenn ihr eine Umschulung machen wollt oder irgendwas umstellen wollt, das könnt ihr im Formular einfach ändern. So ist das Formular nämlich auch gedacht. Solange ihr noch nicht zum Einsatz gekommen seid mit euren Kerbals, macht ihr einfach das Formular wieder auf und ändert das, was ihr eingestellt habt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ah, ich will doch kein Ingenieur mehr sein, sondern ich möchte jetzt lieber Biologe werden oder Scout oder was auch immer und ich möchte jetzt nicht mehr nach Bob fliegen, sondern lieber nach Laite oder so. Dann klickt ihr das einfach um und es ändert sich. Und wie gesagt, solange ihr, also dann ändert sich das bei mir in dem Cheat auch. Und ich suche die Leute ja immer vor den Missionen raus, damit ich sie schon mal reineditieren kann, die Namen anpassen kann. Und ich werde jetzt von der Eva mal absehen, wenn es okay für euch ist. Oh Gott, ich habe nur einen der Fallschirme geahmt. Ich war unaufmerksam. Aber ist ja alles gut gegangen. Dann werdet ihr einfach als was anderes reingezogen. Und es gibt logischerweise keine Kolonisation für auf Jol, weil es natürlich keinen Sinn macht, weil man auf Jol nicht kolonisieren kann. Aber vielleicht wird irgendwann mal Jol in die Liste mit reinkommen, wenn wir auch eine Raumstation hinbauen. Erstmal ist es nicht geplant, weil wir hauptsächlich ja eigentlich Bodenstationen bauen wollen. Und ich mache keinen EFA-Report, weil ich habe echt Schiss, dass ich da runterrutsche und ins Wasser falle und mir das Genick breche. Wir können aber vielleicht gleich noch eine EFA machen, wenn wir gewassert sind, weil meine Hoffnung ist, dass der Salamanderpott ganz gut schwimmen müsste. So komisch breit wie der ist. Naja, es gibt gar nicht so die große Planung, wie ihr euch das, glaube ich, gerade vorstellt. Wenn ich eine Mission dann mache. Na, kann ich das jetzt mal klicken? Ne, kann ich nicht. Wenn ich eine Mission dann mache, wähle ich halt vorher die Crew aus den Leuten, die ich zur Verfügung habe. Und, oh nein. Jetzt ist auch noch runtergefallen. Eva Report. Surface Sample. Kannst du da bitte hochklettern? Das ist zu gütig von dir. Und Bord. Oh Gott. So. Nochmal vorsichtig diesmal gucken. Zack, Take Data. Und dann können wir die alle nochmal durchführen. Take Data. Bord. Temperature Scan. Ich nehme jetzt alles mit, was ich kriegen kann, weil dann haben wir so richtig viel Wissenschaft zur Verfügung. So. Also, der schwebt sogar, statt zu schwimmen. Also, der Salamanderpott, so optisch schön er auf den ersten Blick ist, so viele Bugs und Probleme hat er auch, haben wir jetzt in der Mission festgestellt.